So, liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, ich darf euch recht herzlich in Siggenburg willkommen heißen. Uns freut es wahnsinnig, dass so viele gekommen sind. Wir hätten bei weitem nicht mehr so viel gerechnet. Und ich darf hiermit jetzt die Demonstration offiziell eröffnen. Vorab würden wir uns gern bei einigen bedanken, allen voran der Raiffeisen Waren GmbH, die haben uns den LKW als Bühne zur Verfügung gestellt, haben uns finanziell unterstützt und in Form von einer Rundnachricht, sei es per Fax, per E-Mail, einen Kundenstamm benachrichtigt und somit aktiv Werbung für uns betrieben. Des Weiteren darf ich mich bei der Gemeinde Siggenburg bedanken, zum einen, dass die Gemeindemitarbeiter den Verkehr geregelt haben, zum anderen auch für die reibungslose Planung, Organisation. Wir haben da mit dem Bürgermeister Bergermeier zusammengearbeitet und dem darf ich jetzt dann das Wort zur Begrüßung übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bäuerinnen und Bäuer, Bauern aus nah und fern, aus Siggenburg und der Umgebung, ich darf Sie herzlich hier begrüßen. Wenn ich da reinschaue und lese, ich als Kind will auch noch Landwirt werden. Das zeigt eigentlich, wie aktuell das Thema ist. Es sind ca. 1000 Leute hier, 500 Landwirte sind mit den Traktoren gekommen, bis von Freising runter, bis von Landshut, bis aus Regensburg daher. Weil der Bundesinnenminister aus Siggenburg kommt und die Sorgen der Landwirte aufnimmt. Für Siggenburg ist Landwirtschaft noch ein sehr wichtiger Berufszweig. Wenn die Siggenburger rausfahren in der schönen Natur, dann wäre das nicht möglich, wenn wir aktive Landwirte hätten. Deshalb habe ich Herrn Kirmeier, wie er zu mir gekommen ist und gebeten hat, was er in der Demonstration machen darf, sofort zugesagt. Auch der Kollege aus Biburg ist zu mir gekommen und hat gesagt, als Milchviehhalter sind die zuständig untragbar für die Landwirtschaft inzwischen geworden und insbesondere wenn Dinge vor Ort kommt, kann er seinen Betrieb in ein paar Jahren zusperren. Und deshalb habe ich auch zugesagt, dass hier eine Demonstration stattfinden darf. Wenn wir die Landwirtschaft nicht hätten, hätten wir keine schöne Landschaft. Wenn wir keine schöne Landschaft mehr haben, dann kann man auch keinen Zuzug mehr. Dann ist Siggenburg nicht mehr schön, dann haben wir keine Heimat mehr. Und das wäre auch der Tod von Siggenburg. Deshalb habe ich als Bürgermeister von Siggenburg und auch als aktiver Landwirt die Aktion unterstützt und ich stehe auch voll hinter den Landwirten. Wir brauchen eine aktive Landwirtschaft in Zukunft. Die Landwirte haben eine harte Zeit durchzustehen. Die Düngeverordnung fordern die Landwirte. Natürlich von der Bevölkerung kommt auch der Einwand, dass der Stickstoff da runtergeht in das Wasser. Aber der muss nachgebessert werden, wie man das heute da liest. Wie man das heute liest, dass das Messstellennetz nicht funktioniert, dass das Messstellennetz zu weit gespannt ist, dass andere Länder viel besser zu den Landwirten stehen. Da verstehe ich unsere Landwirte schon, dass sie jetzt kommen und demonstrieren und die Politik auffordern und insbesondere die CSU, die nach wie vor in Bayern an der Regierung ist, dass sie den Landwirten hilft. Das war also ein kurzes Grußwort von mir als Bürgermeister. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich, dass ihr die Sorgen anbringt. Ich hoffe, dass ihr hört jetzt von der Politik. Ich darf jetzt das Wort weitergeben an die Abgeordnete des Bayerischen Landtages, an die Frau Hügel. Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen, zwar, wir würden uns bedanken bei den Politikern. Es ist nicht selbstverständlich, dass man dann auf so eine Demobühne geht. Und zwar möchte ich begrüßen die Landtagsabgeordnete Frau Högl, später kommt es jetzt leider gerade nicht da, der Bundestagsabgeordnete Florian Ossner. Und so gegen 3:30 erwarten wir dann unseren Bundesinnenminister Herrn Seehofer. Vom Bauernverband ist der Kreisobmann da, der Herr Obster. Und jetzt wollen wir dann langsam in unsere Kundgebung und Diskussion einsteigen. Genau, und die Moderation übernimmt heute der Rainer Wagner. Dem darf ich jetzt auch das Wort übergeben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Josef, lieber Herr Bürgermeister, auch ich bedanke mich ganz herzlich einmal für die Einladung, dass ich hier heute kommen darf, aber natürlich, dass Sie alle da sind, denn Landwirtschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir schon gehört, wenn Landwirtschaft nicht so funktionieren hat, dann darf Bayern ganz anders ausschauen. Die Landwirtschaft pflegt die Kulturlandschaft und macht einfach, dass es lebenswert ist bei uns da in Bayern und in ganz Niederbayern und in ganz Deutschland. So, ich muss selber sagen, wir haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim, einen Ackerbaubetrieb und ich bin jetzt seit 2018 im Landtag für die CSU und da bin ich auch im Landwirtschaftsausschuss.
Und darum habe ich das jetzt mitgekriegt, die letzten Jahre, vorher natürlich auch schon, aber insbesondere die letzten zwei Jahre, auch die Diskussion, die natürlich um das Volksbegehren gegangen ist und generell über die Landwirtschaft. Und ich darf jetzt gleich anfangen mit dem Volksbegehren, denn da, glaube ich, ist die Stimmung eigentlich kontra Landwirtschaft so richtig losgegangen. Da hat man die Landwirtschaft verurteilt, dass nur sie allein schuld sind, dass die Wasserqualität schlecht ist. Dann hat man Güllefassel draußen aufgehalten auf der Straße und hat man die Pflanzenschutzspritzen aufgehalten. Und die Leute haben einfach nicht mehr verstanden, was der Bauer eigentlich macht draußen am Feld. Und da ist dann die Diskussion so richtig in Gange gekommen und wie das Volksbegehren dann immer mehr Zuspruch gekriegt hat, ist die Gesellschaft gespalten worden. Und dann war schon für uns die Frage, das haben sie alle mitgekriegt, nimmt man das Volksbegehren an oder geht man in einen Volksentscheid? Und ich habe auch einige Punkte nicht gut gefunden, aber trotzdem habe ich dann dem zugestimmt, weil ich gedacht habe, das ist der bessere Weg, als wenn man nochmal ein halbes Jahr so scharf gegeneinander Landwirtschaft oder Naturschutz oder Nachbar gegen Nachbar diskutiert. Und da haben einige Punkte drinnen, die nicht so optimal jetzt gelaufen sind, Gewässerrandstreifen, gehen wir vielleicht noch drauf, da ist jetzt auch was geschehen, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es richtig war. Das zweite, was jetzt ist, eigentlich die größere Baustelle, das ist die Düngeverordnung und die zum Beispiel Ferkelkastration und noch viele andere Themen, die jetzt aktuell anstehen zum Regeln. Ferkelkastration möchte ich eins sagen, da war mir der vierte Weg am wichtigsten oder am richtigsten erscheint mir der, denn wenn mein Kind sich einen Finger schneidet und muss ins Krankenhaus fahren und muss dann genäht werden, dann kriegt mein Kind auch keine Vollnarkose. Sondern dann sage ich, okay, das Kind wird jetzt örtlich betäubt und dann kann man das gescheit nähen, dann ist es gut. Und ich denke, bei den Ferkeln müssen wir auch diese Lösung schaffen. Ein Jahr haben wir noch Zeit, aber da kann uns vielleicht der Ostner Florian dann noch mehr sagen. Düngeverordnung ist ein großer Baustein. Der Markus Söder hat in Nürnberg auch dazu Stellung genommen. Da sind einige Punkte drin, einige Maßnahmen, die einfach praktisch nicht begründbar sind. Und da besteht auch Handlungsbedarf. Und das ist jetzt, halt, warum sie auch alle da sind, denn da geht es einfach um die Zukunft einiger Betriebe. Vorher habe ich gerade mit einem geredet, der hat gesagt, was ist dann? Ich habe keinen Güllelagerplatz, Güllegrund kann ich auch keinen bauen, weil die Genehmigung so schwierig zum Erlangen ist. Was soll ich dann machen mit meiner Gülle? Ausfahren kann ich es auch nicht und so weiter und so weiter. Also hier ist Thema, nämlich die Herbstdüngung. Da hat der Markus Söder und die Michaela Kannenberg gesagt, da wird nochmal nachverhandelt. Und die 20% Minderdüngung ist auch ein Thema. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich verspreche jetzt nichts, was ich nicht halten kann, Herr Rummert. Weil vorher hat auch einer gesagt, ja, die CSU können wir eh nicht mehr wählen. Gut, vielleicht ist es so, aber dass man jetzt halt hier sagt, das und das löst man und das macht man so, das werde ich jetzt halt nicht sagen, denn dann bin ich unehrlich und das möchte ich nicht. Also auf alle Fälle wird nachverhandelt. Bayern wird auch bei der Düngeverordnung, das wird so abgestimmt. Jetzt ist das Kabinett, weil es eine Verordnung ist, muss das Kabinett darüber bestimmen. Und dann kommt die Düngeverordnung nicht in den Bundestag, sondern die kommt in den Bundesrat. Und da ist so, dass einfach die konservativen Länder nicht die Mehrheit haben. Bayern wird dagegen stimmen, aber wie die Abstimmung dann ausgeht, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber Sie können sich vielleicht überlegen, wenn Sie überlegen, wie die anderen Landwirtschaftsminister bestückt sind. Also das wird kritisch, selbst wenn Bayern jetzt hier dagegen stimmt. Und das Dritte, was aber für mich noch ein großes Thema ist, das ist die Zukunft. Wo soll denn oder wie soll denn die Landwirtschaft in 2030 ausschauen? Jetzt werden gerade die GAP-Verhandlungen geführt. 200 Millionen Euro bedeutet das für Niederbayern. Wie sollen die verteilt werden? Der Weber Manfred hat gesagt, er ist mit dem Vorsitzenden von Landschaft Verbindung und dem Bauernverband Walter Heidel in Verbindung. Aber da wird jetzt das Geld verteilt für die nächsten Jahre. Und wenn ich jetzt da lese, ich will als Kind auch noch Landwirt werden, ich will Hopfenbäuerin werden, ja, das soll's ja alle. Aber da müssen wir uns jetzt auch Gedanken machen, wie soll es weitergehen. Und da denke ich ein bisschen an die DLG, die hat da 10 Thesen entwickelt. Und da müssen wir uns alle zusammensetzen, die Politik, die Landwirtschaft und auch der Verbraucher, weil den können wir bei dieser ganzen Sache nicht aus dem Boot lassen. Auch ein Lebensmitteleinzelhandel,
dass wir da miteinander eine Strategie schaffen, wo wir hin möchten, damit wir auch in Zukunft noch Landwirtschaft haben, nämlich eine Landwirtschaft, wo der Bauer davon leben kann, aber der Nachbar mir nicht schon vorschaut, weil ich eben Gülle aussehe und weil ich Pflanzenschutz betreibe. So muss das sein und das war mir ganz wichtig. Jetzt darf ich, glaube ich, das Mikrofon weitergeben. Ich stehe da noch auf Ihre Fragen gerne zur Verfügung und freue mich wirklich, dass Sie da sind, denn durch die Demonstration haben Sie ja die Landwirtschaft wieder in die Gesellschaft zurückversetzt. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank, dass Sie da mobil sind. Danke, liebe Petra, für die langen, schönen Grußworte und danke auch für das Angebot, dass du uns dann nachher noch zur Verfügung stellst, so in einer ausgiebigen Diskussion. Und das werden wir ja ganz fest machen. Genau. Jetzt darf ich erst einmal einen Rainer und mich von Landschaft Verbindung begrüßen. Hallo. Und erst einmal euch begrüßen, weil das ist der blanke Wahnsinn, was man vor ein paar Tagen wieder auf feststellt. 550 Brüder habe ich gehört und 700 Leute. Also mal einen Riesenapplaus an euch. Okay. Super. Also wenn da jetzt einer nicht einmal merkt, wenn da so eine Bewegung drin ist, dann müsste jetzt der letzte Politiker schon langsam mal kapieren, dass wenn uns wir alle zusammen, und so wie das ausschaut, wie das in den letzten Tagen und Wochen gelaufen ist, wir denen uns zusammen, wir haben jetzt eine Einheit, dann meine Karten schon langsam schon mal Angst kriegen. Und das ist echt einmal euch ein Verdienst auch, dass auf die kurze Zeit so viel da ist. Dankeschön. Genau. Jetzt haben wir noch einen Mann rum vom Bauernverband, der bitte auch noch kurz Grußwort. Ja, liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, also mich freut es narrisch, dass in unserem Landkreis, also mich freut es als Kreisobmann, aber dass da so viele Leute zusammenkommen. Wenn wir vom Bauernverband eine Demo aufrufen, das ist halt nicht mehr so, dass da alle gleich laufen, aber das ist wirklich was, was imposant ist und mir sagt, dass die Bauern, die Bäuerinnen wirklich unter die Nägel brennt, dass wirklich jeden bis daher gelangt. Also in Bayern Volksbegehren, wo wir gehabt haben, also da wohnen sie unsere Bauernfamilien alle als Fußabstreifer, also vollkommen, also die Bauernseele ist schwer verletzt. Das kann man laut sagen. Und da müssen wir wieder schauen, dass wir wegkommen, dass wir mit den anderen ins Gespräch kommen. Die haben auch kapiert ein bisschen, fein noch nicht, dass man mit den Bauern auch reden muss miteinander, dass man die braucht. Und das steht ja oft jetzt auf den Plakate auch noch oder da. Das wird nicht vergessen, wir sorgen fürs tägliche Essen. Da redet kein Mensch mehr drüber. Bloß, was alles falsch gemacht wird und nachher da. Also, gerade was uns jetzt so also brennt, die Düngeverordnung, rote Gebiete. Unser Landkreis ist ungefähr die Hälfte in die roten Gebiete drin. Und die, die in einem roten Gebiet haben, die haben momentan die Arschkarten gezogen, muss man echt sagen. Was sein Nachbar im Grünen daneben dran nicht machen muss, muss er da leisten. Einschränkungen bei der Düngung. Ja, 20% weniger Dünger ausbringen und seine Bauern sparen ja sowieso schon. Dann auch 20% weniger Ertrag. Und wer gibt da was dafür? Keiner. Und seine Tierhaltenbetriebe, die haben einen Eierschleichtern dran mit der Gülleausbringung. Und was da alles brauchen. Es geht ja bloß politisch gesehen, wenn man sehen, die Tierbestände einfach abhauen. Aber das ist halt der Brotbaum der bayerischen Landwirtschaft, die Tierhaltung. Mit Ackerbau allein wird man nicht groß nachher, oder? Also, dass man da lang überleben kann nachher. Das müsste man da halten. Aber da läuft alles dagegen, ob es jetzt Ferkelkastration ist und nachher da. Aber die Festlegung der roten Gebiete, die stinkt uns auch und da kämpft man jetzt schon lang hin. Aber die Frau Glöckner hat gesagt, das ist ja so, die Verschärfungen haben da und das wird jetzt einfach so durchgezogen. Bloß jetzt kommt es immer so weit, weil jetzt zeigt schon, dass das nicht so einfach geht, dass der Widerstand kommt und dass das in der Bevölkerung akzeptiert wird, wenn man die Bauern nicht so umgeht oder dass da einiges passiert. Grüne Woche, Gott sei Dank wird diesmal mehr über die Bauern geredet und nicht mehr bloß über die wo und da bloß gegen alles annahert, oder? Aber schauen wir mal. Die Gebiete, sage ich immer, die haben mutwillig festgelegt worden, irgendwie haben wir da einfach was machen müssen, bloß das sollte schon Hand und Fuß haben. Wir verwehren uns nicht von der Landwirtschaft, dass wir da Verbesserungen machen, bloß das muss praktikabel sein, muss auch bürokratisch machbar sein, weil das bringt ja unsere Bauern, Familien, unsere Bauern um, die Bürokratie. Also das muss mal umsetzbar sein und das braucht halt seine Zeit einfach nachher, oder? Und dafür
setzen wir uns ein und da werden wir heute mit Herrn Seehofer auch noch mal ein paar ernste Worte reden müssen, dass er schaut, dass da in Berlin und die Speise habt ihr alles in Berlin ab, genauso mit Artenschutz, unseren Hopferbauern, die schauen schlecht aus in den nächsten Jahren, wenn es mit den Pflanzenschutzmitteln, also Kind wird es nicht planen und andere Landwirtschaft auch, da müssen wir schon noch wirklich was in die Wege leiten, dass noch, wie ich gelesen habe, ich möchte auch noch Hopferbäuerin werden, also oder Hopferbauer werden oder egal Landwirt werden, dass man das auch halten kann. Danke. Ja, ich möchte den für die Begrüßungsworte vom Obmann vom Bauernverband recht herzlich begrüßen, bedanken und möchte mich den Begrüßungsworten anschließen und darf jetzt den Bundestagsabgeordneten, den Herrn Florian Ossner, der zu uns gestoßen ist, um ein Grußwort bitten. Ja, Herr Seidel, Herr Kirmer, Herr Wagner, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und dass ihr euch so zahlreich heute zusammengefunden habt von Landschaft, Verbindung. Wir haben tatsächlich die letzten Wochen viel miteinander zum Tor gehabt, muss man wirklich sagen. Wir haben ja mit Kloster Sion schon begonnen, wo die Landwirte wirklich sehr, sehr stark bei uns schon da waren. Jetzt Grüne Woche, ich war gestern noch in Berlin zur Grünen Woche, weil ich eine ganze Mannschaft vom Bauernverband bei mir da gehabt habe. Und ich kann nur sagen, er macht wirklich eine ganz starke Arbeit. Ich bin selber aus der Landwirtschaft, ihr dürft es mir wirklich glauben, ich bin mit der Kritik, die sowohl was Bürokratie anbelangt, als auch zum Beispiel, was jetzt die Düngeverordnung anbelangt, erstens natürlich diese kurze Zeit der Evaluierung von 2017 ab, wo es wirklich missraten ist, dass man die jetzt auch schon wieder beginnt und nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, sie will jeden Landwirt wirklich nach dem Mai reden oder nach dem Mund reden. Wenn man so gut auf Bayerisch sagt, dann ist es doch schon ein riesengroßes Problem, dass wir so wenige Messstellen haben, was die roten Gebiete anbelangt. Gerade bei uns in Niederbayern merkt man ja, wie es so stark differiert in den roten Gebieten, was die Nitratbelastung anbelangt. Und das heißt, unsere klare Forderung ist von allen Agrarpolitikern, auch von der CSU im Bundestag, dass wir einfach erst einmal mehr Messstellen brauchen. Dann das Zweite, was ganz entscheidend ist, dass wir, wenn es um die Düngeverordnung geht, auch ganz klar schauen, wo ist tatsächlich in der Zwischenfruchtproblematik das möglich, dass man bei der Zwischenfrucht nicht mehr diese Düngung ausbringt. Wir haben gerade bei uns viel Bodenerosion im hügeligen Niederbayern und aus dem Grund war es völlig kontraproduktiv, was am Ende Ausschwemmungen, gerade Oberflächenausschwemmungen anbelangt. Alles Dinge, die ihr viel besser kennt als Fachmänner, als wir das als Politiker. Die Botschaft! Gott und Herr! Die Botschaft auf alle Fälle, ich wollte jetzt keinen Schrecken, die Botschaft auf alle Fälle ist bei uns tatsächlich angekommen. Und ich glaube, der ganz entscheidende Faktor ist neben all der Bürokratie, nach der, ich wiederhole es jetzt nochmal, missratenen Düngeverordnung, da wo wir jetzt natürlich auch eine Menge in Kontakt mit der Julia Glöckner sind, die wird natürlich massiv unter Druck gesetzt von der Europäischen Union. Ihr wisst ja alle, dass das sehr stark europäisch getrieben wird, dass Deutschland viele, viele, ich sage jetzt mal sehr vorsichtig, schwierige Werte nach Brüssel geliefert hat und jetzt natürlich gesagt wird, dass die Nitratbelastung im Grundwasser runtergebracht werden muss, dass wir, ich glaube, und da widerspreche ich keinem da, dass wir natürlich sauberes Trinkwasser als höchstes Gut erachten. Das möchte ich ganz offen und ehrlich auch hier sagen, da wird auch kein Landwirt dagegen sein. Ich habe es immer schade empfunden in der öffentlichen Auseinandersetzung, dass es immer so geheißen hat, dass dort Landwirte nicht für saueres Trinkwasser. Ich glaube, das ist eine völlige Selbstverständlichkeit. Aber eins kann nicht sein in der Öffentlichkeit, dass die Landwirte allein für eine Nitratbelastung im Grundwasser verantwortlich sind. Das ist das eine. Und das zweite, dass man eben stärker ausdifferenziert. Und vielleicht dritter und letzter Punkt, ich stehe ja jederzeit zu allen Diskussionen zur Verfügung. Dritter und letzter Punkt, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, für das ihr auf die Straße geht, für das ihr demonstriert, dass in Zukunft wesentlich mehr Wertschätzung für die Landwirte geben muss. Es kann nicht sein, dass ihr, wie es in den letzten Jahren war, auch von verschiedenen Parteien immer wieder in die Ecke gestellt werdet, als Sündenböcke für viele, viele vermeintliche Skandale, für viele, viele vermeintliche Schwierigkeiten, was Lebensmittel, was Trinkwasser anbelangt. Ich sage von meiner Seite ganz offen und ehrlich, eben wie gesagt auch sehr stark der Landwirtschaft verbunden. Er leistet großartige Arbeit. Die bayerischen und die deutschen landwirtschaftlichen Produkte sind die hochwertigsten Produkte weltweit. Dafür seid ihr maßgeblich, dafür verantwortlich und dafür sage ich ein ganz herzliches Dankeschön.
Ja, Herr Ostner, herzlichen Dank für Ihre Grußworte. Und ich glaube, an den Grußworten hat man jetzt erkannt, dass wir mit unserer Bewegung bei der Politik angekommen sind. Die beschäftigen sich mittlerweile mit unseren Themen und darum kann man auch da so einen tollen Vortrag halten. So, ich darf also als nächstes begrüßen den Landrat Herrn Neumeier und um ein Grußwort bitten. Vielen Dank, dass ich ganz kurz was sagen darf. Erstmal alle Achtung vor Erna, dass Sie heute mit 700 Leuten am Marktplatz von Simburg sind, 550 Bulldog. Das ist schon Auszeichnung, alle Achtung. Man hätte vielleicht, das darf ich kritisch anmerken, mit sowas ein paar Jahre eher anfangen sollen. Man hätte vielleicht die Diskussion, ja, vielleicht einmal ohne Brüllen, ohne Scheuklappen machen müssen. Jetzt haben wir natürlich in einer Situation, die nicht ganz so einfach ist. Weil wir natürlich eine politische Veränderung in Deutschland haben. Manche wollen den Klimawandel vor der Demokratie stellen. Manche wollen manche Politikarten diesmal überall vor die Politik stellen, vor die Demokratie stellen. Und da geht es natürlich um ein bisschen mehr. Weil wenn wir die Demokratie verlieren, wenn die Stimme nicht mehr zählt, sondern nur die Lautstärke, dann wird es kritisch. Weil dann verlieren wir nämlich den Punkt der Freiheit. Meinungsfreiheit, was wir jetzt gerade da machen. Pressefreiheit, was die Zeitung schreibt. Dann wird es ganz kritisch und deswegen müssen wir schon aufpassen. Weil die Veränderung der Gesellschaft, braucht es nur im Fernsehen anschauen, wer heute alle anschafft. Welche kleine Gruppen mit ein paar hundert Leuten über Deutschland anschaffen oder noch weniger Mitglieder haben. Deshalb ist es schon ganz entscheidend. Und jetzt haben wir ein Jahr lang die Bienen gerettet. Jetzt retten wir mal ein Jahr lang die Landwirte. Weil es geht nämlich wirklich um das, dass wir miteinander ehrlich und offen ins Gespräch kommen. Danach macht man das nächste Jahr, macht man auch noch weiter. Aber, lieber Freund, wenn du dazwischen schreist, das bringt uns recht viel weiter. Ich kann, ja, ich schreie nicht einmal, ich rede ganz normal. Aber wir müssen trotzdem das Gespräch suchen, sonst funktioniert es nicht. Und das Gespräch, habe ich vorher schon gesagt, hätte man eher führen müssen, aber das beweist halt sie, dass sie da sind mit 700 Leuten, 800 Leuten, dass sie auf jeden Fall miteinander reden wollen. Und wenn der Horst Seehofer noch kommt, der ehemalige Landwirtschaftsminister war, der kennt sie ja aus, ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt, dass sie das auch nutzen, dass der zum Neujahrsempfang der CSU kommt. Das ist ein wichtiger Aspekt und alle Achtung auch vor der Kürze der Zeit, dass sie das aufgebaut haben. Wenn ich da lese, eins sollst du nie vergessen, Bauern sorgen für das Essen, genau. Und was ich noch wichtiger finde, was die Burm davor die Schüttel haben, ich als Kind will auch noch Landwirt werden. Bei uns im Landkreis Kehlen, wir sind landwirtschaftlich geprägt. Wir haben einen Hopferbau. Ich bin selber Vorsitzender seit 15 Jahren von den Spargelerzeugern. Also ein bisschen Ahnung habe ich auch. Und ich würde sagen, ich stehe voll hinter der Landwirtschaft, von A bis Z. Und es gibt einen Satz, und dann höre ich auf, der ist 1600 Jahre, der stammt aus Indien. Die Zufriedenheit der Bauern ist die Grundlage des Wohlfahrts, ist die Grundlage der Wohlfahrt eines Staates. Wenn es den Bauern gut geht, weil da geht es ums Essen und Trinken, das ist entscheidend. Und da braucht man alle, da müssen wir alle uns einhaken und müssen wir sagen, wir kämpfen miteinander, aber mit demokratischen Mitteln, weil sonst machen wir es genauso schlecht wie die anderen. Und da wünsche ich Ihnen und uns miteinander und auch noch mit dem Gespräch mit Horst Seehofer den Erfolg, den wir brauchen. Und ja, wenn dein starker Anwalt will oder wenn dein starker Bulldog es will, stehen alle Räder still. Das sehen wir heute und das ist Solidarität, ist die Entscheidung für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall das Gespräch, wenn Sie, Herr Seidel, noch dieses Jahr noch führen, mit Horst Seehofer oder Sie miteinander führen und der Horst Seehofer ist mit Sicherheit bereit. Er kommt auch ein bisschen später und dann kommen wir auf jeden Fall vieles berät, was wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag noch und einen guten Erfolg. Danke, Herr Landrat. Jetzt haben wir da ganz viele Eröffnungsreden gehabt, gell? Und ganz viele geschwungene Reden, weil ich immer sage, aber nach den Reden müssen dann echt einmal Taten folgen. Und das war schon, glaube ich, für uns Landwirte mal ganz wichtig. Weil reden, das, glaube ich, bringen wir auch noch auf drei. Aber das einmal zum Abschluss bringen und das einmal als richtige Forderung umsetzen, das, glaube ich, wird jetzt einmal höchste Zeit. Und ich glaube, da haben wir uns alle eine Meinung, dass wir so einen weitermachen. Ja, Herr Ostner, Sie haben vorhin in Ihrer Rede von den Messstellenergebnissen, die nach Brüssel gemeldet worden sind, gesprochen, dass die vielleicht nicht ganz glücklich waren. Ich glaube, dass da von der EU eine Aufforderung gekommen ist, dass sie falsch oder nicht den Tatsachen entsprechen.
das ganze Bild widerspiegeln. Was sagen Sie da dazu? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das trifft es ziemlich genau. Ich sage mal, dadurch, dass wir mit Abstand die wenigsten Messstellen in Europa haben, verzerrt es das Bild, vor allem auch da, wo die Messstellen gesetzt worden sind, hat man schon vorher gewusst, dass das problematische Messstellen bzw. problematische Punkte sind. Das ist grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, aber damit, dass man repräsentative Ergebnisse kriegt, muss man natürlich insgesamt in die Fläche gehen, damit, dass man am Ende ein gutes Gesamtbild kriegt. Darum bleibt unsere Forderung, da sind wir jetzt auch sehr stark mit dem Bundesumweltministerium, aber auch mit dem bayerischen Umweltministerium, das hier nicht ganz unverantwortlich ist, dass wir mit den Wasserwirtschaftsämtern jetzt mehr Messpunkte setzen, um am Ende ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass das Problem bekannt war mit den Ergebnissen und mit den wenigen Messstellen. Und Deutschland hat sich als einziges Land für ein sogenanntes Belastungsmessstellennetz entschieden, das anscheinend der falsche Weg war. Aber warum beschäftigt sich die Politik eigentlich erst seitdem, dass es uns Landschaft Verbindung gibt und dass ein Druck aus der Landwirtschaft kommt, mit den Nitratergebnissen und mit den Messstellen? Ja, bei uns, also die meisten wahrscheinlich, die heute da sind, wissen ja, dass ich neben dem Landkreis Kelheim auch noch den Landkreis Landshut im Bundestag vertreten darf. Und jetzt können wir wirklich von unserer Seite aus sagen, gerade im Hohertanner-Bereich, ihr seid ja nicht weit, ihr aus Siegenburger zumindest nicht weit von Hohertanner weg. Ihr wisst, dass wir uns ja schon seit Jahren damit beschäftigen. Und tatsächlich bei uns vielleicht ein bisschen mehr Problematik sogar noch war, wie im Rest Bayerns. Und wir haben ja damit auch sozusagen das Pilotprojekt von Bayern, vom Landwirtschaftsminister damals noch, der Helmut Brunner, bekommen, wie man eben erhöhte Nitratwerte in den Griff bekommt. Aber grundsätzlich ist tatsächlich so, ich nehme da selber an der Nase, oder zumindest viele wahrscheinlich meiner Kollegen, dass wir gerade in den letzten Jahren massiv viele landwirtschaftliche Probleme haben abräumen müssen. Ich erinnere vielleicht gerade zum Beispiel an die Ferkelkastration. Ich glaube, wenn wir da nicht damals hart gekämpft hätten, gab es wahrscheinlich ab 01.01.2019 kein Ferkel mehr etc. Es war tatsächlich, auf deutschem Boden zumindest, es war tatsächlich jetzt nicht so problematisiert, die wenigen Messstellen. Wir sind erst, und es ist gut, dass wir da miteinander im Dialog sind, das ist erst so zutage getreten, wie man es mit anderen europäischen Ländern verglichen hat und gesehen hat, dass hier die Messwerte wahnsinnig auseinandergehen. Ich muss vielleicht ein bisschen zum Ehrhalt sagen, auch wenn ich es nicht gut finde, was damals das Bundesumweltministerium gemacht hat, es war schon von Anfang an ein großer Fehler, dass alle europäischen Länder es selbst überlassen worden ist, wie es messen. Also auch selbst die anderen europäischen Länder haben brutal viele Probleme untereinander gehabt, das zu vergleichen. Selbst Frankreich und die italienischen Werte sind nicht hundertprozentig vergleichbar. Darum finde ich es sehr, sehr schade, dass man nicht von vornherein von Brüssel gesagt hat, wie gemessen werden soll, damit das am Ende für alle Europäer vergleichbar wird. Das ist ein Riesenproblem und sicherlich auch ein ganz großer Fehler gleich zu Beginn gewesen. Ja, danke schön. Wir sind ja vor kurzem von der Petra Högl eingeladen worden zu einem Gespräch und danach sind wir nach Hohentann gefahren, wird da vielleicht der Begriff sein. Und da haben wir mal schlau gemacht, weil da einige private Brunnen oder auch der Brunnen von der Brauerei, die sind alle in Ordnung, nur die Messstelle, der Brunnen von dem Wasserversorger ist nicht in Ordnung. Und da wollte ich jetzt einmal wissen, warum, dass man da nicht auf die Wasserversorger zugeht, weil es nämlich so sein würde, wenn der Brunnen saniert wird, dass dann die Messergebnisse auch besser sind oder sogar im positiven Bereich. Also wir haben das Gespräch gehabt, das war sehr gut. Die Messstellen, wie der Herr Seidel und der Osner Florian schon gesagt hat, das waren am Anfang zu wenig. Jetzt ist es so, dass auf 1600 Messstellen ausgebaut werden und es sind jetzt 600 Messstellen und diese Messstellen sind, sag jetzt mal so, ist es in Ordnung, wie die Messstellen sind. Nur, wenn eine Messstelle nicht in Ordnung ist, ich habe es an Herrn Seidel auch gesagt, bitte melden. Die Messstellen werden alle überprüft. Das haben wir regelmäßig in unserem Landwirtschaftsarbeitskreis gehabt, dass jemand gekommen ist und hat gesagt, diese Messstelle passt oder da ist was nicht in Ordnung. Das wird nachgeprüft und jetzt ist auch so, dass jede Messstelle nochmal überprüft wird, ob die in Ordnung ist oder nicht. Aber so wie jetzt ist das Messnetz
sind 600 Messstellen, das wird jetzt nochmal ausgebaut auf 1500 und dann müsste das ein anderes Bild geben. Aber die letzte Meldung, der Nitratbericht 2016, basiert schon auf diesen neuen Messstellen. Der ist nicht mehr auf diesen wenigen Messstellen, sondern schon auf die 600 Messstellen. Ich habe die extra erkundigt, weil das Video kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten, das hat bestimmt jeder mehrmals gekriegt. Also ich weiß nicht, wie oft ich es bekommen habe von der QDR und habe auch diese Daten nochmal überprüfen lassen, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist. Und ich muss auch dazu sagen, dass einige Behauptungen nicht richtig sind. Und da bitte ich euch, ich habe es an Herrn Seiler gesagt, muss man sich zusammensetzen und wirklich auf, wie Sie ja fordern, faktenbasierte Daten nehmen. Denn nur so, glaube ich, schafft man miteinander einen Weg. Und das geht nur miteinander, wenn man miteinander redet. Dankeschön. Ja, ich gebe dir da recht. Aber das ist alles in Arbeit. Das ist schon begonnen. Das ist so. Das ist Fakt. Der Chef vom Umweltamt hat gesagt, dass sich nichts ändern wird an den Ergebnissen bei unserem Land, auch wenn es mehr Messstellen sind. Er hat das Ergebnis schon wieder vorgegeben. In seinem öffentlich, in unserem Land hat er das vorgegeben, dass sich nichts ändern wird. Sie machen mehr Messstellen, aber es wird so bleiben. Ja. Das machen wir nachher, die Diskussion. Aber ich glaube, vorgeben kann er nichts, weil er weiß ja jetzt noch nicht, welches Ergebnis rauskommt. Ich habe letzte Woche einen Brief gekriegt, gesehen, wo eine neue Messstelle dazukommt. Und ich weiß nicht, ob das ein Hälfte ist oder nicht, sondern da muss man halt ordentlich messen. Man muss ja die Messstellen schauen, wo, ob die in Ordnung sind oder nicht. Und dann kann man das beurteilen. Aber Sie dürfen schon glauben, auch wenn Sie jetzt das vielleicht nicht meinen oder nicht glauben, aber wir haben uns auch, das kriegen wir jedes, fast bei jeder Sitzung aufgetischt und wir beschäftigen uns wirklich auch mit diesem Thema. Wirklich. Ich dachte so ein... So, jetzt werden wir wahrscheinlich an Sie auf einmal kurz Wort reden, weil um 16 Uhr muss ich ja wieder rein. Und wie gesagt, nachher haben wir eine ausgiebige Diskussionszeit, da können wir dann das schon diskutieren. Und dann die Fragen noch von dir, Martin, und so auch richtig da. Jetzt erst einmal einen großen und riesen Applaus für unseren Innenminister, dass er überhaupt einmal gekommen ist und dass er mal da ist. Und wie gesagt, wir haben unser letzten erst drauf in Schermfeld und er hat bestimmt ein paar Aussagen dazu da, was schon als Kopf ist oder was in der Zeit schon passiert ist. Und jetzt darf ich einmal das Wort übergeben, weil, wie gesagt, um 16 Uhr muss er schon weg. Ja, lieber Herr Wagner, wenn ich es recht im Kopf habe, meine lieben Bäuerinnen und Bauern, ich sage zunächst einmal an einem Sonntagnachmittag ein herzliches Grüß Gott. Ich bin überwältigt, in welch großer Zahl Sie hier eingetroffen sind. Das zeigt, dass Sie von dem Thema und den Themen, für die Sie kämpfen, wirklich auch mit dem Herzen erfasst sind. Also, grüß Gott und auch danke vorweg. Ich habe vorhin der Polizei gesagt, überall finden derzeit diese Demonstrationen statt und sie verlaufen immer sehr geordnet. Und ich finde, mich motiviert es jedenfalls, wenn es geordnet abläuft, weil die Menschen, die geordnet für ein Anliegen kämpfen, sollten am Ende auch Recht bekommen. Nicht diejenigen, die viel Radau machen, sondern diejenigen, die mit dem Argument arbeiten. Nachdem ich 3 Jahre selbst mein Bundeslandwirtschaftsminister war, glaube ich, dass ich eine blasse Ahnung habe von dem, was euch beschäftigt. Und möchte ein paar Dinge aus meiner Sicht sagen. Erstens, für die Dinge, für die ihr kämpft, oder die Dinge, für die ihr kämpft, die sind aus meiner Sicht berechtigt. Und deshalb reicht es nicht, wenn sich die Politik das anhört und sagt, wir haben Verständnis für euch und wir haben Respekt, sondern nach meinem Politikverständnis müssen wir eure Argumente aufnehmen und dann auch die Dinge ändern. Nicht nur schön daherreden, sondern auch wirklich die Dinge zum Besseren wenden. Und das ist meine Zusage, die ich euch geben kann. Ich habe mein ganzes Leben immer dafür gekämpft, dass für eine Überzeugung oder eine Überzeugung auch umgesetzt wird, dass sie Realität wird.
Das erhöht nicht unbedingt den Beliebtheitswert eines Politikers, aber das ist mir auch zweitrangig. Wichtig ist, dass wir für die Menschen, die in unserem Land leben, etwas bewirken, ihre Sorgen, ihre Ängste aufnehmen und auch umsetzen. Ich habe mit Freude vernommen, dass unser Ministerpräsident Markus Söder bei all den Demonstrationen, bei denen er anwesend war, immer versprochen hat, er wird sich der Sache annehmen, er wird darauf dringen, dass sich etwas ändert. Und deshalb glaube ich, dass wir gemeinsam, er von München aus und verschiedene Politiker, der Florian, der hinter mir steht, und ich persönlich dann auch von Berlin aus. Und daran sollte uns messen, dass wir die Dinge verändern, denn es kann nicht so bleiben, wie es ist. Die Bauern, das möchte ich der Bevölkerung insgesamt sagen, stellen die gesündesten und besten Lebensmittel her, die jemals in der Menschheitsgeschichte produziert wurden. Das ist das eine. Das zweite ist, die Bauern und Bäuerinnen pflegen unsere wunderschöne bayerische Landschaft. Sie glauben gar nicht, wenn man die ganze Woche in Berlin unterwegs ist, wie schön es ist, am Wochenende ins gelobte Land zurückzukommen. Und auch die Tierhaltung ist ganz anders, als es immer gepredigt wird oder uns eingeschrieben und gesendet wird. Auch die ist in Ordnung. Ich habe als Landwirtschaftsminister gesagt, die Bauern schützen unsere Landschaft, indem sie sie nützen und nutzen. Und ich glaube, in diesem Satz liegt sehr viel Wahrheit drin. Und darum lasse ich einfach nicht zu, dass die Bauern pausenlos an den Pranger gestellt werden, als wären sie jetzt die Verursacher für manche Umweltprobleme, die wir haben, oder gar für die Klimaziele. Das wollte ich euch als meine Überzeugung sagen. Ich glaube, die Bäuerinnen und Bauern sind für uns wichtiger als manche Diskussion, die in den letzten Monaten über Insekten und Ähnliches geführt wurden. Und deshalb möchte ich euch nochmal versprechen, ich habe ja von Ihnen das letzte Mal eine richtige Mappe bekommen, was wir alles tun sollen. Wir haben das schon eingespeist bei uns. Und ich möchte einfach zusagen als Bundesinnenminister, solange ich es noch machen darf, Sie lesen ja da manches, es ist, wissen Sie, das muss ich schon noch sagen, ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich so alt werden durfte, aber wenn Sie länger leben wollen, meine Damen und Herren, gibt es nur eine Chance, dann müssen Sie bereit sein, älter zu werden, sonst ist die Sache nicht zu machen. Also, meine Zusage an euch. Erstens nochmal danke, dass ihr in großer Zahl gekommen seid. Zweitens, ich werde alles, was in meiner Kraft steht, tun. Und ich habe noch viel Kraft bei der Bundeslandwirtschaftsministerin, bei der Bundeskanzlerin. Wir haben uns erst letzten Mittwoch sehr lange über die Themen unterhalten. Sie hat sehr darauf gedrängt, dass das ganze Thema im Sinne unserer Landwirtschaft gelöst wird. Und ich werde alles dran setzen, dass ihr mit euren Anliegen Recht bekommt. Das wollte ich euch sagen. Und jetzt bitte ich euch um Verständnis. Ich habe Veranstaltungen und lebe immer nach dem Motto, dass man pünktlich zu einer Veranstaltung erscheinen sollte. Alles Gute. Danke, Herr Seehofer, für die tollen einführenden Worte. Jetzt hätte ich aber schon noch gleich was. Und zwar, Sie haben gerade gesagt, von Berlin aus möchten Sie uns helfen und helfen Sie uns auch. Und da haben wir eigentlich unsere Landwirtschaftsministerin, aber die springt da schon mehr Richtung Umweltministerin. Können Sie nicht der Frau mal Sie als gestandener Mo die Wadl nach vorne richten, dass das mal wieder für uns ist, dass der mal wieder für uns zeigt. Ich tue es ein bisschen diplomatischer. Es müssen ja zwei Dinge. Das eine ist diese Reglementierung, die ganze Bürokratie. Das muss zurückgedrängt werden, da und dort sogar beendet werden. Und das zweite, ich finde, es wird auch nicht ohne finanzielle, bessere finanzielle Unterstützung
unserer Bäuerinnen und Bauern gehen. Beides muss erfüllt werden. Und wie haben Sie gesagt, die Wadel richten? Nach vorn richten. Okay. Was immer das ist. Ich versuch's. Dann hätte ich echt nur einen Punkt, das war immer wieder zu uns dran, zur Landschaftsverbindung. Und zwar ist, wir haben es in Schermfeld schon gesprochen, wenn wir Stallbad machen, wir lassen es genehmigen, wir bauen nach Förderrichtlinien und dann haben wir fertig, wir bauen und dann geht es nicht mehr. Wann haben wir noch die Zusage, die Sicherung, dass wir, wenn wir für 20 Jahre bauen, wir nehmen Millionen in die Hand, das war auch die Wirtschaft der Kurbel, den nachgelagerten Bereich, und dann schauen wir Richtung. Genauso ist das, wenn unsere Jungs, und Sie sehen, was da junge Leiter sind, mit einem extrem hohen Bildungsstand, von Triesdorf, ein Stefan und dergleichen mehr, und die kommen von der Schule runter und alles zählt nicht mehr. Das ist doch nicht mehr tragbar. Ja, Sie wissen ja aus unserem letzten, aus unserer letzten Begegnung vor gut 8 Tagen in Schermfeld, da haben wir uns ja noch vor Mitternacht zusammengesetzt und tief diskutiert. Erstens muss ich Ihnen sagen, war ich sehr, sehr beeindruckt, aber das wusste ich schon, aber das hat man an dem Abend nochmal erlebt, mit welcher Kenntnis, mit welcher Ausbildung die Landwirte über dieses Thema reden. Ich würde manchem Journalisten raten, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, sich darauf zu verlassen. Die kommen von der Landwirtschaftsschule, die kommen aus Weihenstephan und wissen, wie der Kreislauf in der Natur, wie das Biologische funktioniert. Und das hat sich an diesem Abend wieder gezeigt. Und da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das Wichtigste für das Vertrauen der Menschen gegenüber der Politik ist, die Beständigkeit, dass man sich auf das, was die Politik entscheidet, verlassen kann. Und zwar nicht nur fürs nächste Jahr, sondern für den ganzen Investitionszeitraum. Und da sage ich Ihnen, und da hat sie recht, das ist leider nicht der Fall. Und es kann auch nicht sein, dass ein Bauer ausgebildet wird, wo auch immer, und anschließend, wenn er die Praxis erlebt, gilt dies nicht mehr. Auch das ist ein Zustand, der zu Recht verärgert, der Vertrauen zerstört, und auch darauf müssen wir wieder hinwirken, dass die Dinge, die die Politik macht, gelten und dass der Bauer sich darauf verlassen kann. Das ist nicht nach Stimmungen des Augenblicks, wie es ja oft der Fall ist, sondern einfach nach der Grundüberzeugung. Politik muss eine Haltung haben zu bestimmten Themen und kann die Haltung nicht wie ein, wie soll ich sagen, Ventilator verändern, dann so schnell kann man sich nämlich gar nicht drehen wie ein Ventilator. Also Sie haben da recht, Herr Wagner. Das sage ich jetzt nicht, weil hier sehr viele Leute versammelt sind, damit Sie sagen, mein Gott, der hat ja uns recht gegeben, sondern weil ich überzeugt bin. Und wer mich kennt, weiß, da kämpfe ich auch darum, auch wenn es dann Verletzungen für einen selber gibt. Aber ich möchte, wenn ich mal wieder nach Siegenburg oder hier in deinen wunderschönen Landkreis komme, lieber Herr Landrat, dann wird mir von der Bevölkerung wieder zur Rechenschaft gezogen. Was ist aus dieser Veranstaltung im Januar 2020 geworden? Und da möchte ich euch mit erhobenem Haupt gegenübertreten können. Also, wir machen das, Herr Wagner. Und Sie sorgen dafür. Für die Wadl sind Sie zuständig. Eine direkte Frage als Innenminister. Wir haben ja da jetzt in Siegenburg momentan, also sprich, die, wo die ganzen Schweinemester, sprich die ganzen Viehbestände sind, 6 Stallinbrüchen. Das ist eigentlich ein Riesenthema, das haben Sie als Innenminister eigentlich in der Hand, das ist genau in der Part. Und das kann ja nicht sein, wenn da einfach einer reinkommt, der wo dann da wieder rausspaziert und sagt, servus, ich war da und dem passiert nichts. Wenn man zu einer ins Parlament nicht geht, aber ins Büro, dann hat man dann mal Stress, sag ich mal. Aber warum ist das nicht so? Das ist ja privates Eigentum, das gehört daneben und er schaut auf seinen Bestand und dann wird man so runtergemacht. Also, als Innenminister will ich Ihnen sagen, ich bin grundsätzlich dafür, dass ein Staat liberal ist. Dass er den Menschen überlässt, wie sie ihr Leben gestalten. Aber wenn es um den Schutz des Eigentums geht, um den Schutz der Gesundheit, des Lebens, dann brauchen wir einen starken Staat.
Denn das sind elementare Ansprüche, die die Bevölkerung hat, nämlich, dass sie geschützt wird vor jenen, die sich an Recht und Gesetz nicht halten wollen. Wir haben zweimal die Bestrafung für Einbrecher verschärft. Heute habe ich veröffentlicht in der Bild am Sonntag, dass wir die geringsten Einbruchsraten seit 10 Jahren haben. Aber das ist für denjenigen, bei dem eingebrochen wird, immer schwacher Trost. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir da noch besser werden, obwohl wir schon gut sind und viel gemacht haben. Das sage ich Ihnen zu, weil das ist für die Menschen ein Trauma, wenn in ihrem Eigentum eingebrochen wird. Und jetzt kommt da noch dazu, dass ja im Grunde die Motivation für den Einbruch eine politische ist. Nämlich zu sehen, handelt der Bauer richtig, geht er mit seinen Tieren richtig um. Und das macht das Ganze noch doppelt schlimm, wenn man das Eigentum eines Menschen verletzt, um daraus politische Süppchen zu kochen. Und da appelliere ich auch an die Medien, wenn solche Informationen auf Einbrüchen basieren, dann würde ich in einer Demokratie es für richtig halten, dass solche Informationen von den Medien nicht verwendet werden. Also Informationen zu verwenden aus einem Einbruch, um einen Menschen zu denunzieren, ist aus meiner Sicht in der Demokratie untragbar. Ja, jetzt, ich habe keinen Teilzeitjob. Es geht mir wie euch. Und deshalb bitte um Verständnis. Wir könnten jetzt sicher noch 2 Stunden sehr, sehr schön gut miteinander diskutieren. Für euch ist wichtig, Florian, antreten, hier. Du und die 45 Bundestagsabgeordneten, die aus Bayern kommen, müssen mithelfen. Das ist ein ganz klarer Fall. Lieber Horst, herzlichen Dank für deine starken Worte für die Landwirtschaft. Wir stehen beieinander. Die CSU-Landestruppe hat genau das, was du gesagt hast, jetzt auch gerade in Kloster Sion sehr stark und intensiv behandelt. Und ihr könnt euch auf uns verlassen. Die CSU steht an der Seite unserer Bäuerinnen und Bauern in Bayern und in Deutschland. Und das werden wir auch weiterhin bleiben und so machen. Okay. Herr Seehofer, die Worte. Ja, 16 Uhr.